Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Star Wars Battlefront 2 Folge. Heute mal auf Dust 2 Galactic Counter-Strike Dust 2 spielen wir heute. Und ja, das wollen wir uns mal angucken. Ja. Das ist natürlich jetzt hier sehr aufregend für mich an der Stelle. Ich schwitze wie ein Schwein, aber ich muss gerade mal kurz gucken, wie ist die Kamera ein bisschen. Oh, mal ein bisschen weiter so. Nochmal ein bisschen, dass ich irgendwie nicht so abgehakt bin. Ja, schauen wir mal, wir haben hier das 2 in Battlefront 2. Wirkt alles ziemlich düster, wenn ihr mich fragt, ja? An der Stelle. Wir werden erstmal mit der Republik spielen und dann mit der KOS. Und das geht jetzt 10 Minuten. Das ist einfach das 2, Junge. Was es nicht alles gibt. Oh. Da habe ich ihn ge-AVP'd. Ein Kommandoposten ist jetzt unter feindlicher Kontrolle. Unsere zweite Angriffswelle wird vernichtet. Eigentlich ist das ja selbsterklärend. Irgendwie, keine Ahnung. Ich brauche da nicht viel zu sagen, aber es ist cool, dass es das gibt. Auf jeden Fall. Reife Arbeit auf jeden Fall. Oh. Achten Sie auf die Handgelenkraketen. Noch ein Kommandoposten. Die Proportionen stimmen nicht ganz. Ne? Also, ich glaube, dies mit der Treppen war jetzt nicht so, dass man jetzt hier hochrennt, so, oder? Oder irre ich mich da? Ich habe schon ewig kein das zwei mehr gezockt. Hier müsste jetzt die Treppe nach unten sein. Soll ich mal runterlaufen? Einfach mal nur um zu gucken. Ja, doch, das kommt hin. Ach, guck mal, ich habe sogar getroffen. Och, nicht der. Ja, eine Thermal habe ich noch. Ja. Oh, zwei Druidikas. Ist das euer Ernst, Jungs? Ist das euer Ernst? Irgendwann wird von dem sein Schild auch weggehen. Hoffe ich doch mal. Ja, okay, den haben wir. Sehr schön. Sofern wir jetzt kein Dritter kommt, wollte ich gerade sagen. Ist alles okay, aber guck mal, was da oben schon herumgeiert. Das ist ja verrückt. Ja, irgendwie. Irgendwie kommen wir da nicht durch. Auf die Schnelle. Kann ich mich hier ein bisschen verstecken? Oh, ich kann aber außen rumlaufen. Okay, machen wir das mal. Das hat jetzt leider nicht so gut geklappt. Irgendwie bin ich ein bisschen grün schon wieder. Ich bin einfach immer grün. Dabei die, dabei die. So. Unsere zweite Angriffswelle wird vernichtet. Okay, jetzt bleibt aber spannend. Ich habe genau die falsche Waffe genommen, du. Wollte ich eigentlich nicht, aber. Hm. Ich glaube, wir räumen mal ein bisschen mit Anakin auf. Die haben ganz schön gut aufgeholt, die Gegner hier. Soll ich mal ein bisschen durchrushen? Ich glaube, das mache ich einfach mal. Zumindest hier den Druidika mal so ein bisschen erledigen. Damit wir mal wieder hier eine kleine Chance haben. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Ja, guck mal. Okay, einmal durchrushen. Einmal durchrushen. Die Druidikas sind halt echt heftig. Waren sie damals schon, das sind sie heute immer noch. Einfach Wahnsinn, da irgendwie durchzukommen. Mit Anakin geht es. Aber es ist trotzdem nicht gerade ein Zuckerschlecken. Aber das war Wahnsinn. Krass. Ich denke hier so, die KOS hat ja auf jeden Fall die bessere Chance im Großen und Ganzen. Aber mit Anakin kann sie hier echt aufräumen. Das ist teilweise echt leichtes Spiel.
Kommandoposten ist verloren, aber nicht die Schlacht. Ein Kommandoposten ist jetzt unter feindlicher Kontrolle. Oh, ich habe gerade von... Ich habe gerade einfach deren Rakete abgewehrt. Wusste ich gar nicht mehr, dass das überhaupt funktioniert. Ich konzentriere mich, wenn ihr gesehen habt, jetzt mehr oder weniger auf Battlefront 2 Videos, wenn ich dir mal ein Video mache auf YouTube. Jedi Academy würde ich auch gerne mal hier und da mal ein bisschen was machen, aber das Problem ist, da kommt einfach so wenig Spannendes, Neues, irgendwie Zeigenswertes in dem Sinne. Da gibt es einfach Battlefront 2 technisch mehr Output. Was das angeht. Ich verfalle den Spiel halt einfach. Ich verfalle ihm einfach. Gut. Also es gibt Eroberung und es gibt, glaube ich, Angriff. War das Angriff? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wir werden es gleich herausfinden. Wir haben aber immer noch nicht gewonnen. Wir haben immer noch nicht... Ah, doch, jetzt. Jetzt sind es noch 20 Sekunden. Das ist cool gemacht. Also, man erkennt auf jeden Fall Dust 2, keine Frage. Das Sichtfeld ist ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber hier wären dann die vorne waren wir noch gar nicht gewesen. Aber werden wir ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Klone spielen, werden wir das ja nochmal sehen. Ne, den Startpunkt. 54 Kills. Okay, dann also noch einmal. Wir tauschen einmal die Seiten. Es ist einfach so verrückt. Aber es ist hier, guck mal, hier ist es viel, viel, viel heller als gerade wie bei mir. Oh, Helden gegen Schurken. Das also. Okay, dann werden wir mal die, die Helden nehmen. Immer gespannt, wie das gemacht worden ist. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Helllichter Tag. Keine Belohnung ist das hier alles wert. Also gibt es das einmal bei Tag und bei Nacht sozusagen. Ich will mir jetzt gerade nochmal die Türen hier angucken. Ich habe schon ewig keinen Angriff mehr gespielt. Aber ich fand das, als ich das damals entdeckt habe auf der PlayStation 2, mit meinem Bruder zusammen, fand ich es halt einfach so cool. Weil man einfach Jedis gegen Sith machen konnte. Okay, das ist echt cool gemacht. Hier noch mit einer Palme. Es ist echt cool. Och, jetzt umzingeln sie mich hier. Aber Angriff macht echt schon Bock. Angriff macht echt Bock. Ach Gott, Count Dooku. Bleib mir ja weg, ey. Bleib mir ja weg. Nicht mehr viele Leben, ich riskiere gerade ganz schön. Ah, ich brauche mal Hilfe. Hier vorne. Danke, Ayla. Es ist einfach so cool. Ey, bis jetzt bin ich mal noch keinmal verreckt. Oh nein, 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 nein. Geh mit deinem Blitz weg, ey. Geh mit deinem Blitz weg. Hilfe, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe damals bei Angriff, jetzt wo wir gerade mal bei dem Thema sind, wesentlich lieber Schurken gespielt, weil ich die irgendwie cooler fand. Aber die Helden haben halt auch ihre coolen, ne? Mit Mace Windu jetzt. Alle haben auch andere Kampf. Ja. Ja, wie soll ich sagen?
Movement. Und das von Mace Windu finde ich echt cool. Der macht auf jeden Fall eine gute Figur dabei. Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob wir danach nochmal mit den Klonen spielen müssen sollen. Denn ihr habt ja im Grunde genommen gesehen, was es so gibt, ne? Also es ist wieder nichts modifiziert an, an Charakteren. Aber die Stage alleine schon ist irgendwie kultig und cool. Das bleibt doch mal stehen. Das gibt's doch nicht. Boah. Heftiger Smash. Aber ich bin echt ein bisschen besser als früher. Was das angeht. Oh, oh, oh. Grievous rasiert. Grievous rasiert. Ich denke, jedes Mal Anakin ist gut, aber ist er da schon Darth Vader? Oder Lord Vader, wie auch immer. Jetzt wollen sie es aber wissen, du. Jetzt wollen sie es aber wissen. Ach du, oh mein Gott. Jetzt werde ich aber ein bisschen hier... Oh, aber cooles Ende auf jeden Fall. Gut, Leute, das war, ja, ihr habt es gesehen. Galactic Counter-Strike. War mal ganz witzig gewesen. Ich bedanke mich jetzt hier schon mal an der Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann. Ciao, ciao, Kakao. Bis dann. So. Okay, und Aufnahme aus. Oder nicht?